Seit der Gamescom ist es etwas ruhiger geworden um Marvel Rivals. Doch in Wirklichkeit ist so einiges passiert in den letzten Wochen. In diesem Video möchte ich euch alle Neuigkeiten präsentieren, die zwischen der Gamescom und heute offiziell bestätigt wurden. Beim letzten Trailer auf der Gamescom hat Marvel Rivals den Release-Zeitpunkt bekannt gegeben, der 6.12.2024. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, noch weniger als 2 Monate und dann können wir das Spiel endlich spielen. Dazu gab es eine neue Map in Wakanda und 2 neue Helden, Captain America und der Winter Soldier. Wir durften beide Charaktere auf der Gamescom testen und ich musste unbedingt den Entwicklern sagen, wie geil ich das Spiel finde mit meinem perfekten Englisch. Doch die Gamescom war nicht das letzte Reiseziel von Marvel Rivals, denn sie reisen aktuell viel um die Welt. Das führt natürlich dazu, dass Marvel Rivals hier und da auch neue Dinge ankündigen wird, wie zum Beispiel kürzlich Psylocke, eine neue Heldin. Im Trailer können wir bereits sehen, dass sie eine sehr schnelle Heldin ist, nicht nur in der Fortbewegung, sondern auch im Kampf. Ich hoffe einfach nur, sie wird nicht die zweite Spider-Man, denn da kriege ich jedes Mal Kreislaufprobleme, da er sich ebenfalls sehr schnell bewegt. Doch das war nicht alles. Im Trailer können wir am Ende einen weiteren Charakter sehen, und zwar Moon Knight. Natürlich ist an der Stelle nicht bestätigt, ob Psylocke überhaupt in Season 1 mit dabei sein wird oder ob auch Moon Knight zu Release dabei sein wird. Es könnte nämlich auch sein, dass Psylocke zwar bei Season 1 mit dabei ist, Moon Knight aber erst Teil von Season 2 sein wird. Doch ich denke, das werden wir schon bald erfahren, denn wie vorhin erwähnt, Marvel Rivals reist aktuell um die Welt und sie werden in Kürze auch wieder hier in Europa sein. Zwar nicht hier in Deutschland, sondern in Frankreich. Vom 23.10. bis zum 27.10. findet nämlich die Paris Games Week statt und da wird auch Marvel Rivals dabei sein. Hier bietet es sich natürlich wieder an, einige Dinge anzukündigen, wie vielleicht auch ein Trailer zu Moon Knight oder auch mal die ein oder andere neue Map, die ins Spiel kommt. Und wenn es hier keine Ankündigung gibt, gibt es noch weitere Events, wo das passieren könnte, und zwar in Brasilien. Ganze 3 Events werden noch im Oktober und im November in Brasilien stattfinden. Zum einen fand vom 9.10. bis zum 13.10. die Brasil Game Show statt. Hier gab es aber jetzt erstmal keine Neuigkeiten zu irgendwelchen Features im Spiel. Auch vom 11.10. bis zum 14.10. gab es die Intel Extreme Masters und auch hier gab es erstmal keine Neuigkeiten. Viel interessanter wird es am 8.11. bis zum 10.11., denn da findet wieder die D23 statt. Jetzt könnte sich der ein oder andere fragen, die D23, das war doch erst im August. Das ist richtig, aber es findet noch eine D23 statt und zwar in Brasilien. Die D23 bietet sich natürlich perfekt an, neue Dinge anzukündigen. Auch Marvel Studios wird wieder mit dabei sein, sehr wahrscheinlich zeigen sie etwas Neues zu Captain America Brave New World und der neuen Animations-Spider-Man-Serie. Hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch Marvel Rivals einen kurzen neuen Trailer zeigen wird. Vielleicht auch ein Trailer, wo wir bereits bekannte Charaktere sehen, aber in verschiedenen neuen Skins. Bereits in der Beta haben wir gesehen, dass Marvel Rivals sehr coole Skins am Start hat. Zu Release werden es noch einige mehr werden. Vor kurzem hatte Marvel Rivals ein Bild gepostet mit richtig geilen Skins zu Spider-Man, hier auf dem Bild oben links, und zu Penny Parker unten rechts. Hier geht man sehr ins Detail, was ich richtig cool finde, und so freue ich mich umso mehr, wenn auch Comic-Skins kommen oder auch Skins aus dem MCU. Das waren jetzt erstmal alle Neuigkeiten von der Gamescom bis heute. Ich kann euch bereits sagen, dass Marvel Rivals hier auf diesem Kanal das Hauptspiel sein wird. Das erste Hauptspiel hier auf diesem Kanal war Marvel's Avengers, was leider nicht überlebt hat.
Ich habe natürlich gehofft, dass irgendwann wieder ein Live-Service-Spiel kommt und hier ist es. Zu Marvel Rivals wird es deshalb in Zukunft, wie damals zu Marvel's Avengers, ständig neue Videos geben. Easter Eggs, Maps, Charaktere, eigentlich alles, was dazugehört. Die Maps haben wir uns übrigens schon in der Beta angeschaut, also wenn ihr Easter Eggs und die Story zu den Maps sehen möchtet, dann klickt gerne oben rechts auf die Infocard. Wenn ihr also in Zukunft nicht zu Marvel Rivals verpassen möchtet, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschaußens!